Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und wir wollen heute wieder in einen Bibeltext gucken, der uns zunächst fremd erscheint und wollen verstehen, was du uns zu sagen hast als deine Gemeinde, die von deinem Wort her kommt und lebt und durch dieses Wort und durch dich existiert. Wir bitten dich um deinen Segen für uns beim Zuhören, für mich beim Reden. Segne auch die Kindergottesdienste, die parallel laufen. Wir danken dir, dass du gemäß deiner Verheißung mitten unter uns bist und dass wir dich schon loben und anbeten konnten. Und das tun wir jetzt auch, indem wir auf dein Wort hören. Amen. Guten Morgen nochmal von meiner Seite aus, liebe Gemeinde. Wir starten oder machen weiter heute in der Hebräerbrief-Serie. Die läuft ungefähr seit Januar und wird auch noch ein bisschen laufen. Und für alle, die vielleicht Folgen verpasst haben oder sich nicht mehr erinnern können, wir haben einen YouTube-Channel, da gibt es die meisten Predigten. Aber ich nehme euch jetzt auch noch mal mit rein, wo wir gerade sind. Wir gucken uns mal die bisher gelaufenen Folgen an. Wir haben angefangen, im April haben wir erst angefangen. Guck mal, habe ich mich vertan. Wir haben angefangen am 3.4., da ging es um Jesus, es ging um Hebräer 1. Dann Folge 2, das war Ostern, so muss das, war das Thema. Folge 3, heute Leute im Mai. Und im Juli haben wir darüber geredet, wie kann man denn zur Ruhe kommen. Und heute reden wir über das Thema, klappt nicht mit dem Klicken, nächste Folie. Nee, nicht nächste Folie, sondern die Folie, dann muss jetzt eigentlich das Thema kommen. Ah, genau. Heute gibt es Folge 5. Ja? Und das Thema ist Freimut. Und die nächste Folge kommt dann irgendwann anders. Freimut. So ein schönes, ja, älteres deutsches Wort benutzt man kaum noch. Es gibt es auch als Vornamen, interessanterweise. Ich kenne einen Freimut. Was bedeutet das? Freimut bedeutet so viel wie Offenheit oder auch Unerschrockenheit. Wenn jemand freimütig auftritt, ja, dann ist er mutig, unerschrocken, offen. Und ihr werdet gleich sehen oder später sehen, warum ich diesen Titel für die Predigt heute gewählt habe. Doch zunächst steigen wir mal ganz anders ein. Zunächst mal vielleicht eine Frage. Stell dir vor, blaues Wasser, die Sonne scheint, das Meer ist blau, schöne Fische in deinem Blickfeld, das Sprudeln von Wasserblasen um deinen Kopf, ein paar andere Leute sind bei dir, du gleitest so langsam durch 5 Meter Tiefe durchs blaue Meer. Kann da jemand was mit anfangen? Wer? Okay. Taucher? Schon mal jemand getaucht? Ja? Wow. Du auch? Ja? Ja, beneide ich dich drum. Ne, so als Taucher denkt man, ja, das passt. Es gibt auch Taucher in der Östertalsperre, habe ich gesehen. Auch bei diesem Wetter, da müsste man jetzt eine andere Beschreibung bringen, glaube ich. Ne? Eispickel, die man, ja. Aber wir können, gerade wenn wir es schon mal gemacht haben, bestimmte Dinge nachempfinden, weil wir als Menschen empathisch sind. Und selbst wenn jemand noch nie getaucht ist, so wie ich zum Beispiel, ja, bin ich in der Lage, eine Tauchstory zu erzählen und andere sagen, ja, das passt ungefähr. Aber wenn du selber natürlich schon mal getaucht bist, dann fühlst du das richtig. Ne? Dann siehst du das. Das ist so, wir sind der Empathie fähig. Und das wird vielleicht sogar noch ein bisschen krasser, wenn man so daran denkt und über Krankheiten spricht. Ne? Dir erzählt jemand von einer Krankheit und dass er jetzt zum Arzt muss. Und das kannst du sowieso schon nachvollziehen, weil wahrscheinlich waren wir alle schon mal krank. Aber wenn du die Krankheit selber hattest, dann kannst du das erst recht nachvollziehen. Und denkst dir, boah, Arzt, Wartezimmer, ach du meine Güte, die ganzen Untersuchungen, boah, Darmspiegelung. Ja, also
Ne, wenn du das schon mal erlebt hast, du weißt sofort, wovon ich rede. Passt jetzt gar nicht in so einen Gottesdienst, ne, aber trotzdem ein gutes Beispiel. Weil wir sind in der Lage, Dinge nachzuempfinden. Mir geht das bis heute noch so. Ich weiß noch, als unsere Kinder mal krank waren und klein waren, da sind die ja meistens krank, im Moment erleben das unheimlich viele Eltern, da sind wir nachts aufgewacht und eines unserer Kinder hatte einen Husten. So einen Husten habe ich noch nie gehört. Und dann röchelte das nur noch. Und man dachte so, das hört jetzt auf zu atmen. Und wir kriegten richtig Panik. Und wir sind nach Gummersbach ins Krankenhaus gefahren. Und hier, Kind, atme nicht mehr richtig. Und dann sagte der Arzt, ja, ist eigentlich gar kein Problem, ist Krupp, Pseudokrupp. Ja, gab früher wohl so den Krupphusten, der war ganz gefährlich. Es gibt heute noch Pseudokrupp, hier Zäpfchen, zack, rein. Husten hörte auf. Ne, kennen wahrscheinlich auch einige Eltern. Und das hat sich so eingebrannt bei mir, weil wir so eine Panik hatten, dass wenn mir heute Eltern erzählen, ne, dass sie gerade wieder die schlimmste Nacht ihres Lebens hatten oder dass ihr Kind die ganze Nacht gehustet hat, dann kann ich das so mitempfinden, ja, weil ich es eben selber erlebt habe. Aber unabhängig davon, ob man es selber erlebt hat, man kann es auch so machen. Warum erzähle ich das alles? Tauchen, Krankheit, Pseudokrupp. Eben weil ich deutlich machen will, dass wir Menschen die Fähigkeit der Empathie haben. Oder auch des Mitleidens. Wenn jemand Leid erlebt, dass wir dann mitleiden können. Obwohl wir das Leid ja gerade nicht erleben. Aber wir sind in der Lage, mitzuleiden, wenn wir uns auf die Situation des anderen einlassen. Wir können uns in Dinge hineindenken. Und das geht dann ganz besonders gut, wenn wir es selber schon mal erlebt haben, logischerweise. Und warum ich das erzähle, ist, weil der Schreiber des Hebräerbriefes diese Tatsache der Empathie, des Mitleidens auch Jesus zuschreibt und sagt, Jesus, unser Herr, der ist in der Lage, sich empathisch in uns Menschen reinzudenken. Er kann mit uns mitleiden. Er kennt uns. Er versteht sogar unsere Schwachheiten. Wie kann das sein? Das ist deswegen so, weil Jesus Christus auf der einen Seite wahrer Mensch ist und auf der anderen Seite wahrer Gott. Es gibt ein altes Lied, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Und die Menschwerdung Gottes, die feiern wir ja am Samstag, am Heiligen Abend vor 2020 Jahren. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. In der Theologie spricht man von der sogenannten Zwei-Naturen-Lehre Christi. Und in einem altchristlichen Bekenntnis, worüber man lange gestritten hat, aus dem Jahr 451, das sogenannte Bekenntnis von Chalcedon, da heißt es dann folgerichtig, wir bekennen ein und denselben Christus, den Sohn und Herrn, den Eingeborenen, der in zwei Naturen unvermischt, unverwandelt, ungeteilt und ungetrennt besteht. Niemals wird der Unterschied der Naturen durch die Vereinigung aufgehoben. Es wird vielmehr die Eigentümlichkeit einer jeden Natur bewahrt, indem beide in einer Person zusammenkommen. Da könnte man jetzt noch tiefer reingehen, aber das würde zu weit führen. Und wir haben das auch eben in diesem Lied gesungen. Licht dieser Welt kommt auf unsere Erde. Herr, wir wollen dich anbeten. Gottheit und Menschheit in Jesus Christus vereint. Und seitdem das geschehen ist, vor 2020 Jahren, hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Und das ist tatsächlich so. Ja, wir denken in vor Christus und nach Christus. Es war das größte Ereignis der Weltgeschichte und der Menschheitsgeschichte, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und dieses Thema, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, wird jetzt im Hebräerbrief aufgegriffen
aus einer anderen Perspektive. Der Schreiber des Hebräerbriefs beschreibt Jesus Christus als jemanden, der mitfühlen kann, der weiß, wie wir Menschen ticken. Vor allen Dingen dann, wenn es um unsere Schwachheiten geht oder um unsere Fehler oder um unser Versagen. Er sagt, Jesus Christus versteht uns. Wir gehen mal durch den Bibeltext, der die Grundlage für die Predigt ist. Ein Teil davon hat Lilian eben schon gelesen. Wir gehen jetzt in den Text unmittelbar davor. Ich habe mal hier die Luther-Übersetzung gewählt, weil Luther das Wort freimütig übersetzt. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten ist, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum, weil das so ist, lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Ich interpretiere jetzt diese Bibelstelle mal. Hier wird ja deutlich, dass Jesus priesterlich unterwegs ist. Er ist der hohe Priester. Er ist bei Gott, er durchschreitet die Himmel und er versteht unsere Schwachheit. Er versteht Versuchung. Er versteht sogar Versagen. Er findet das deswegen nicht gut, aber er kann es nachvollziehen. Warum ist das so? Weil Jesus weiß, wie sich Versuchung anfühlt. Er ist selbst versucht worden. Er weiß, wie wir uns nach unseren Fehlern fühlen. Wenn uns, was weiß ich, die Hand ausgerutscht ist gegenüber unseren Kindern und wir uns schämen, wie sowas passieren könnte. Er weiß dann, wie es uns geht, nachdem wir gelästert haben, nachdem wir gelogen haben, nachdem wir neidisch sind, nachdem wir geldgläubig oder kleingläubig waren und es gemacht haben und gemerkt haben, dann weiß er, wie wir uns fühlen. Und manchmal merken wir es noch nicht mal. Ja, man merkt manchmal gar nicht, was für Mist man macht. Und dann kommt der Heilige Geist, der in uns lebt und überführt uns und sagt, was hast du denn da gemacht? So eine Art Serviceleistung, so eine Art Dienstleistung des Heiligen Geistes. Und wir denken, Mist. Und Jesus kann das in diesem Moment nachvollziehen. Er weiß, was wir aus unserer menschlichen Schwachheit heraus falsch gemacht haben. Er weiß auch, was wir sträflich unterlassen haben. Er versteht uns, wenn wir Angst haben, wenn wir Druck erleben aufgrund unseres Glaubens, weil er auch Druck erlebt hat. Er versteht auch, wenn wir dreimal versagen, bis der Hahn kräht, so wie Petrus das erlebt hat. Dann schickt er uns nicht weg, sondern er nimmt uns wieder auf. Und Jesus kennt unsere Gefühle, auch wenn uns etwas Böses angetan wurde, weil Jesus auch etwas Böses angetan wurde. Woher weiß ich das? Einmal, weil es da steht, aber ich habe ja schon gesagt, ich habe mehr interpretiert, als da steht, aber wir finden verschiedene Bibelstellen. Ja, er war Mensch wie wir, er ist geboren von einer Frau. Jesus Christus hat die Pubertät erlebt, er hat ein Handwerk gelernt, er war ganz Mensch. Er weiß, wie Menschen ticken, er weiß, wie Holz sich anfühlt. Das ist nicht irgendeiner, der irgendwo sitzt, sondern er versteht uns. Und Jesus ist von Satan versucht worden, Lukas 4,1, Matthäus 4,1. Und worum ging es dabei? Es ging einmal um Ungeduld. Hey, komm Jesus, du hast Hunger, mach doch mal Brot hier. Ja? Und Jesus sagt, nee, ja, Ungeduld, ja, kennt Jesus auch. Und dann ging es plötzlich um Sicherheit. Er sollte da von so einer Zinne springen, ja, nach dem Motto, du wirst ja aufgefangen. Ne? Das sind alles unsere Themen, Ungeduld, Sicherheit. Ja, und Jesus sagt, nein, lasse ich mich nicht drauf ein in dem Moment. Und dann geht es plötzlich um Reichtum und Macht. Die Bergszene, wo ihn der Satan auf einen Berg führt, müsste man nachlesen, Lukas 4,1. Ja, und Jesus bleibt standhaft, er lässt sich nicht mitnehmen. Und deswegen weiß er, wie sich Versuchung anfühlt.
Und schließlich, obwohl er selbst nie versagt hat, so wie das hier betont wird, doch ohne Sünde, ist Jesus sogar für das Versagen aller Menschen gestorben. Als Jesus Christus, als Gottes Sohn, als Person der Dreieinigkeit, als Gott. Er hat die Konsequenzen der Sünde von uns Menschen, die Folgen der Schuld auf sich genommen, gefühlt, ertragen und am Ende besiegt. Er hat nicht versagt, weiß aber, wie sich Versagen anfühlt und was für Konsequenzen das haben kann. Und deswegen kann er mit uns mitleiden. Er ist empathisch. Er tritt nicht nach, wenn wir am Boden liegen. Er lacht uns nicht aus, wenn wir zum 500. Mal denselben Fehler gemacht haben. Er zeigt nicht mit dem Finger auf uns und sagt, ha, du schon wieder. Sondern im Gegenteil, Jesus hat uns berufen, als wir noch Sünder waren. Der wusste, dass Falk Glasberg mit 51 noch immer dieselben blöden Fehler macht, die er mit 18 gemacht hat. Das wusste er, als er mich berufen hat. Und deswegen fühle ich mich von Jesus verstanden. Weil er mich kennt. Weil er Verständnis hat für meine Schwachheiten. Wie gut ist das? Es ist sehr gut. Es ist wirklich sehr gut. Es wird sogar noch besser, und das geht jetzt in den Text, den wir eben gelesen haben. Jesus ist unser hoher Priester. Der hohe Priester im Alten Testament, der war ja für Juden und für Israel der höchste geistliche Amtsträger. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, dieser hohe Priester im Alten Testament, der Aaron, der ist im Grunde genommen abgelöst worden. Es gibt einen besseren, einen neuen hohen Priester, und zwar einen ewigen, endgültigen, einmaligen, Jesus Christus. Und jetzt illustriert er das. Was war der Job, die Aufgabe eines hohen Priesters im Alten Testament? Die Hebräer, die diesen Brief damals bekommen haben, die wussten das sofort. Die lebten in diesen Bezügen. Für uns ist vieles fremd, ja, weil wir seit 2000 Jahren im christlichen Kontext leben. Wir können das nachlesen im Alten Testament, aber wir können es nicht so gut nachvollziehen. Aber so schwer ist es auch nicht, und deswegen muten wir uns mal diesen Text zu. Es geht dann weiter. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen und der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst für Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt nicht selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das hört sich jetzt im ersten Moment kompliziert an. Ich will es kurz erklären. Der israelitische Hohepriester, der wurde von Gott berufen. Und der erste Hohepriester, Bibelkenner wissen das, war Aaron. Das war der Bruder von Mose, und die haben zusammen das Volk aus Ägypten geführt. Du konntest dich nicht selber dazu berufen, sondern du wurdest von Gott dazu berufen. Und jetzt sagt der Hebräerbriefschreiber eigentlich, pass auf, Aaron war gut, aber das war eigentlich nur ein Abbild, ein Typos für Jesus. Ja? Jesus ist das Eigentliche, der eigentliche Hohepriester. Aaron war so Priester 1.0, ja, Jesus ist Priester 2.0. Der Endgültige, der Bessere. Und das macht er ja die ganze Zeit im Hebräerbrief. Er sagt erst, pass auf, Mose war super, ja, aber Jesus ist besser. Jesus ist der neue Mose. Deswegen, fangt nicht wieder mit Mose an, bleibt bei Jesus. Dann sagt er, Engel waren super, ja, die haben das Gesetz dem Mose gegeben, alles richtig. Aber Jesus, der ist doch viel höher als Engel. Ja, Jesus ist der Herr der Engel, ne? Bleibt bei Jesus. Und so weiter geht es dann. In dem ganzen Brief geht es immer nur darum, dass Jesus besser ist. Und jetzt sagt er deutlich, der hohe Priester im Alten Testament war super. Ne?
Aber Jesus, das ist doch der neue Hohepriester. Der ist doch viel besser. Ja, der versteht uns doch. Der war doch sogar ohne Sünde. Ne? Bleibt bei Jesus. Geht nicht zu irgendwelchen anderen Sachen, die euch glücklich vermeintlich machen. Bleibt bei Jesus. Und das begründet er jetzt. Ja gut, Aaron, der war ein Mensch, der war auch empathisch. Der konnte auch mitfühlen. Der hat auch verstanden, wenn Leute Fehler gemacht waren. Aber Aaron war im Gegensatz zu Jesus eben selbst schwach, weil er ja auch nur ein Mensch war. Der hat auch lauter Fehler gemacht. Bevor er Gott mit den Opfern von Tieren damals um Vergebung gab, da musste er erstmal für sich selbst ein Opfer bringen, nämlich für seine Sünden. Erst dann konnte er Opfer bringen für das Volk. Und das lief am sogenannten großen Versöhnungstag so ab, dass er zwei Ziegenböcke nahm. Den einen schlachtete er und brachte das Blut in das Allerheiligste. Ja, Tempel geteilt durch einen Vorhang, dann kamst du ins Allerheiligste. Deswegen gibt es auch so ein Lied, wo man singt, der Vorhang ist zerrissen. Kennt ihr vielleicht? Ja, weil der Vorhang bei der Kreuzigung von Jesus zerrissen ist, weil der Weg jetzt frei zu Gott ist. Ja, das war damals im Alten Testament noch nicht. Und der andere Bock, hat er ja zwei, der wurde symbolisch mit den Sünden des Volkes beladen und in die Wüste geschickt. Das wurde jedes Jahr so in Israel praktiziert. Und daher leiten sich die deutschen Redewendungen ab, ne? Dass man jemanden in die Wüste schickt. Das kommt daher, weil die diesen Ziegenbock beladen mit der Schuld des Volkes in die Wüste geschickt hat. Raus aus dem Lager, entfernt. Deswegen schickt man manchmal heute noch Leute in die Wüste. Und die andere Redewendung, die wir kennen, ist, jemand zum Sündenbock zu machen. Ne? Das war dieser andere Ziegenbock. Ne? Der wurde geschlachtet sozusagen und das Blut wurde dann vergossen. Der wurde zum Sündenbock gemacht. Zwei Redewendungen, die sich bis heute gehalten haben. Fazit aus dem Ganzen. Der Schreiber macht deutlich, Leute, der menschliche Hohepriester, der war schon super. Der konnte auch nachempfinden, so wie Aaron. Aber er war eben nur ein Mensch. Ne? Der musste noch ein Tieropfer bringen. Der wurde von Gott eingesetzt, aber es war eben noch nicht perfekt. Jesus, der jetzt kommt, ist perfekt. Und jetzt wird es für unsere Ohren vielleicht noch kurioser. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens, also Jesu Leben, Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor dem gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden, von Gott genannt, ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und vielleicht denkst du jetzt, was ich dachte, als ich das gelesen habe. Melchi wer? Ja? What? Melchisedek kann man fast nicht aussprechen, ne? Was ist das denn? Ja, wer ist das denn? Und ein Ausleger, der diesen Text auslegt, N.T. Wright, ein Amerikaner, der sagt auch, dies ist der Punkt, an dem sich viele Leser sagen, okay, ja, das war's jetzt für mich. Ich werde die Dinge nie verstehen. Ne? Und vielleicht bist du jetzt an der Stelle und denkst, warum gucken wir uns so einen Text an? Ne? Weil er eine tiefe geistliche Wahrheit enthält. Und die tiefe geistliche Wahrheit, die arbeite ich mit euch raus, aber ich verrate sie euch schon mal. Die kommt nämlich in diesem Wort Hashtag Freimut zum Ausdruck. Wir können, weil Jesus unser Sündenbock geworden ist und unser hoher Priester gleichzeitig war, freimütig, ja, zuversichtlich vor Gott treten und Jesus versteht uns auch noch. Das ist der eigentliche Knaller. Aber wir arbeiten uns darauf noch ein bisschen hin.
Melchisedek, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Ich versuche es mal zu erklären. Also ihr nicht aussteigen jetzt an der Stelle. Melchisedek wird uns im Alten Testament vorgestellt, in 1. Mose 14, Vers 18. Er taucht da nur ganz kurz auf, und zwar ist er der König von Jerusalem. Und er wird als erster Mensch der Bibel überhaupt als ein Priester bezeichnet. Und irgendwie hat er keinen Anfang und kein Ende. Der taucht da einfach auf. Das ist hier die Argumentation des Hebräerbriefs. Und es war derjenige, den der große Stammvater Abraham den Zehnten gab. Also der opfert ihm, der traf Melchisedek und dachte, wow, ja, was für ein Priester. Ich gebe ihm den Zehnten. Und Melchisedek und Abraham feiern sozusagen einen Gottesdienst. Und danach hören wir nichts mehr von Melchisedek. Und dann taucht er wieder auf im Psalm 110, Vers 4, den der Schreiber hier so ein bisschen verschachtelt zitiert. Und jetzt macht der Hebräerbrief deutlich, in Jesus Christus vereinigen sich ewiges Priestertum nach der Ordnung Melchisedek mit ewigem Königtum. Jesus Christus ist also Priester und König in einer Person. Und hinterher werden wir noch sehen, dass dieser Priester und König im Hebräerbrief, und wir wissen es ja schon, sich selbst sogar zum Opfer gibt. Das ist die große Theologie des Hebräerbriefes. Und er sagt, dieser Jesus, der kommt nicht aus dieser menschlichen Ordnung wie Aaron, ja, menschlich, fehlerhaft, Menschen müssen sterben, sondern dieser Priester Jesus, der kommt aus der göttlichen, ewigen Ordnung nach Melchisedek. Er macht hier deutlich, es gibt eigentlich zwei Priesterordnungen in der Bibel. Eine menschliche, ja, und eine ewige. Und beide Ordnungen gipfeln in Jesus und sind abgeschafft. Und Leute, wenn ich an der Stelle mal eine Lanze brechen darf für unsere Form der Gemeinde, dann ist es tatsächlich so, dass es unverständlich ist, zumindest aus evangelischer Sicht, dass es in anderen Kirchen noch Priester gibt. Weil das Priestertum ist abgeschafft worden. Das ist in Jesus erfüllt worden. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum in manchen Kirchen jede Woche an einem Altar irgendwas geopfert werden muss. Das ist alles mit Jesus vorbei. Und vielleicht ist das auch nicht aufgefallen, hier gibt es keinen Altar, weil der Altar nicht mehr nötig ist. Auf dem Altar opfert man. Aber Jesus ist das einmalige und vollkommene Opfer. Was wir hier manchmal hier haben, hier steht manchmal ein Tisch, der heißt dann Abendmahlstisch. Da steht das Abendmahl drauf. Der neue Bund, das neue Testament. Nicht mehr das alte Testament, nicht mehr der alte Bund, wo geopfert werden muss. Ja, da würde ich gerne eine Anfrage stellen an unsere katholischen Mitgeschwister, ob die das nicht nochmal überdenken wollen. Aber das ist ja ihre Sache. Jesus ist der finale hohe Priester und das vollkommene Opfer. Und der Schreiber betont jetzt noch, dass dieser Priestersohn Jesus als Mensch auf dieser Erde sogar Gehorsam lernte. Da sehen wir wieder diese Menschlichkeit von Jesus mit Weinen und mit Schreien. Und das erinnert uns an den Bericht ja aus dem Garten Gethsemane. Hier weint er her, Schweiß und Blut aus dem Bluttropfen kommen. Und er fragt den Vater, kann das Kreuz, kann der Tod nicht eventuell an mir vorbeigehen? Und gleichzeitig sagt er aber, dein Wille geschehe. Jesus, ganz Mensch und ganz Gott, er lernte Gehorsam. Hier habe ich nochmal Melchisedek, König von Jerusalem. 1. Mose 14, 110, ein altes Gemälde links, wie Abraham sozusagen den Zehnten gibt und er ihn dann empfängt. In dieser Ordnung ist Jesus ganz Mensch, der im Garten Gethsemane leidet und Gehorsam lernte. Wie ist das zu verstehen? Nochmal Wright. Wright schreibt, das heißt nicht, dass er vorher unvollkommen im Sinne von sündig war, sondern dass er das volle Format des Sohnes dadurch erreichen musste, dass er den Schmerz und die Trauer des Vaters über ein in die Irre gelaufene Welt selbst erleben musste. Er wurde wahrhaftig und vollständig das, was er von seiner Herkunft bereits war. Jesus Christus, der als wahrer Mensch und wahrer Gott Gehorsam lernte. Und wer an diesen Jesus Christus glaubt, wird errettet werden, der wird selig werden.
Ich komme zum Fazit aus diesem relativ komplizierten Bibeltext, zumindest wie ich ihn finde. Was ist die Konsequenz aus diesem Text? Für die Erstleser und für uns als neutestamentliche Gemeinde heute. Nun, der Schreiber des Hebräerbriefes ist ja ein Ermutiger. Er möchte den Leuten sagen, bleibt an Jesus Christus dran, egal unter welchen Umständen. Und die Hebräer, die Empfänger des Briefes, die lebten in keinen guten Umständen. Die wurden von außen bedroht, wahrscheinlich erlitten sie sogar Verfolgung. Sie waren ganz klein in einer völlig heidnischen Welt. Keiner kannte das Christentum. Und er sagt, bleibt an Jesus dran. Ich ermutige euch, bleibt an Jesus dran. Und das ist auch das, was wir hier rausnehmen können. Der Hebräerbriefschreiber, Gottes Wort, will uns heute ermutigen, heute 2022, in den Umständen, in denen wir leben, mit Krieg in Europa, mit kalten Wohnungen, mit der Last der persönlichen Krankheit, mit Glaubenszweifeln, mit dem Fehler, die du letzte Woche gemacht hast und die ich auch gemacht habe. Er will uns sagen, bleibt an Jesus dran. Es gibt nichts Besseres als Jesus. Er ist der König, er ist der Priester und er ist das Opfer, das sich selbst für dich hingegeben hat. Und er versteht sogar, wie du tickst, wenn du versagst und auch wenn du nicht versagst. Das ist das, was er sagen will. Und deswegen Freimut. Wir sollten das machen, was in den Versen 14 bis 16 steht, die ich eben schon vorgelesen habe. Wir sollten unter allen kommenden Schwierigkeiten, und wer weiß, was 2023 bringen wird, am Bekenntnis festhalten. Das ist sein Rat. Auch wenn wir verfolgt werden sollten oder wenn wir selber den größten Bockmist verzapft haben oder wenn der Krieg schlimmer wird. Was die Botschaft hier ist, haltet am Bekenntnis fest. Unter jeden Umständen. Es gibt für diese Welt keine bessere Lösung, als dass Gott Mensch wird und uns durch seinen Tod rettet. Und das Zweite ist, wir dürfen und sollen und müssen immer wieder zum Thron der Gnade gehen, und zwar freimütig, zuversichtlich, erhobenen Hauptes, voller Offenheit und Aufrichtigkeit, authentisch, frei und mutig, auch und gerade dann, wenn wir gesündigt haben. Es gibt manchmal die Situation, dass Christen sagen, oh, ich habe gesündigt. Ja, ich rede jetzt besser nicht mehr mit Gott oder ich nehme nicht am Abendmahl teil. Was ist das für ein Gedanke? Wo kommt der her? Ja, wenn wir meinen, wir könnten wegen unserer Sünde nicht zu Gott kommen, dann ist das egoistisch, weil wir versuchen, mit unserer Sünde selber fertig zu werden und uns jetzt anfangen zu schämen. Und wenn wir uns lange genug geschämt haben, dann dürfen wir zu Gott kommen. Das ist Quatsch. Jetzt habe ich hier alles kaputt gemacht. Ja? Geht noch. Ja? Jesus wird mit unserer Sünde fertig. Auch mit unserer 500. Und wenn es 500 Mal dieselbe war, nur Jesus wird fertig. Niemals wir. Und deswegen dürfen wir freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Und Jesus versteht uns. Natürlich dürfen wir mit schlechtem Gewissen kommen und wir dürfen auch mit gutem Gewissen zu Jesus kommen, sowieso. Wir dürfen immer kommen und wir sollten es tun. Das sind die beiden Essentials, die hier rauskommen. Ja, das ist das, wo ich sagen würde, das will uns dieser Text sagen. Und Martin Luther, der hat das in einem anderen Kontext mal seinem Freund Melanchthon. Melanchthon war wohl so ein Typ, der hatte oft Zweifel. Der hat ihm Folgendes geschrieben, man erschreckt erst. Er schreibt, sündige tapfer. Hä? Ja? Aber das ist das, was passiert. Doch tapferer, glaube und freue dich in Christus, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Luther will damit nicht sagen, so jetzt sündigt mal hier laut rum, das macht alles nichts, das ist nicht der Gedanke. Ja, wir wollen ja in Heiligung auch leben. Aber Luther sagt, wenn du gesündigt hast, dann sei tapfer. Ne? Geh zu Jesus, der ist ja für deine Sünden gestorben. Er ist empathisch, er hat Mitleid mit deinem Versagen. Er weiß, wie wir Menschen ticken. Er ist sogar selbst für unsere Fehler gestorben, denn er ist ja der hohe Priester. Der ewige Hohepriester.
Er ist nach seiner Himmelfahrt direkt zu Gott durchgeschritten und sitzt am Thron der Gnade und tritt vor dem Vater für uns Menschen ein. Und deshalb dürfen wir frei und mutig zu diesem Thron kommen. Freimut, freimütig. Und deswegen lasst uns aufstehen. Ich bitte euch aufzustehen. Und wir wollen gemeinsam ein Lied singen, was das super ausdrückt. Und zwar heißt dieses Lied, mutig komme ich vor den Thron. Man könnte auch sagen, freimütig komme ich vor den Thron. Und wenn du das Lied nicht kennst oder gar nicht singen möchtest, dann lass es dir von deinen anderen Geschwistern zusingen. Denn das ist die Botschaft, die wir auch als Gemeinde weitergeben wollen. Auch in dieser Weihnachtszeit. Jesus ist die Antwort auf alle unsere Probleme. Er ist der wiederkommende Herr, der alles neu macht. Er ist der Priester, der König und das Opfer. Und deswegen kommen wir freimütig und mutig vor den Thron. Amen.